Ja, hallo und herzlich willkommen noch bei einem neuen Tutorial. Und zwar geht es heute darum, wie man sein L2 Cache von seinem CPU, von seinem Rechner, aber es geht eigentlich um den CPU selber, wie man die L2 Cache in seinem System erhöht. Was das bringt? Es bringt etwas mehr Leistung. Also ich habe das getestet, also es bringt schon ein bisschen mehr. Man merkt das nicht so ganz spürbar, aber es bringt auf jeden Fall mehr. Also als erstes, um die Informationen für euren L2 Cache zu besorgen, entweder wisst ihr das oder guckt nach dem CPU, nach dem Namen im Internet, wie viel L2 Cache hat, aber ich würde euch empfehlen, ladet euch das Programm runter. Jetzt hat sich gerade irgendwas bei mir aufgehangen, Moment. Ladet euch dieses Programm hier runter. Mal ein bisschen kleiner machen, weil das ist ja für eure Fenster. Ihr seht das nicht so ganz. Moment. So, ist immer noch ein bisschen groß. Das ist noch ein bisschen kleiner. So, dieses Programm ladet euch runter. Ich mache den Link auch in die Beschreibung rein. Und zwar nennt das Programm SIW. Da gibt es mehrere Versionen davon. Oder eher gesagt, bei verschiedenen Seiten gibt es das. Aber es gibt eigentlich nur eine gute Seite bei Chip oder so. Andere Seiten würde ich es nicht runterladen. Es könnte Müll sein. Das ist ein Systeminformationstool für Windows, für alle Windows. Das ist für Windows XP wie für Windows 7, für Windows 2000, müsste es glaube ich auch gehen. Und dieses Tutorial oder diese Informationen, diese Tipps und Tricks, das geht um Windows Vista und Windows XP, das geht bei allen dreien. Geht es auf jeden Fall, kann ich euch versprechen, dass es geht. Auf jeden Fall ladet ihr erstmal dieses SIW runter. Systeminformationstool für Windows, ladet euch runter. Installiert das, startet das. Und dann geht ihr hier auf der linken Seite, also auf dieser Seite hier, geht ihr weiter runter, dann kommt hier Hardware. Und ihr wählt hier an CPU Info. Wenn ihr das habt, müsste eigentlich hier unten das stehen, was ihr braucht. Cache. Und zwar von dem CPU der Cache. Da steht ganz hier unten L2 Cache. Seht ihr das? L2 Cache habe ich hier zweimal 1 Megabyte, also 1024 Kilobyte. So, dann wisst ihr das schon mal, weil ich einen Dualcode drin habt. Also müsst ihr erstmal rechnen, L2 Cache, ich habe jetzt viermal 1 Megabyte, also viermal 1024. Dann habt ihr also 4 Megabyte L2 Cache. So, dann geht ihr beim Start, macht ihr Start, die unten könnt ihr Programme und Suche eingeben, gebt ihr ein Regedit. Enter. Muss ich gerade mal das Fenster wieder hochholen. Moment. So. Dann seid ihr in den Registrierungseditor. Den habe ich jetzt schon geöffnet, deswegen sieht es so aus. Ihr fangt wahrscheinlich hier oben dann an. Dann geht ihr einfach mit Doppelklick auf HQ Local Machine, dann auf System, Current Control Z, Control. Wenn ihr Control seid, scrollt ihr etwas runter. Geht auf Sensation Manager, dann auf Memory Manager und das war's auch schon. So, jetzt geht ihr hier auf. Hier ist ein Befehl, der nennt sich Second Level Data Cache. Seht ihr das? Zoomen wir mal ran. Second Level Data Cache. Da macht ihr einfach einen Doppelklick drauf und gibt jetzt hier einen Wert ein. Der Wert ist jetzt ein ganz anderer, wie hier steht. Der Wert, der ist eigentlich hier hinten angegeben. 2048. Das ist der Wert im Moment. Bei mir also auf 2 Megabyte eingestellt. Man sieht in dem Informationstool hier 1024, ich habe das Doppelte eingestellt, also 2048. So, ihr macht auf jeden Fall auf den Second Level Data Cache einen Doppelklick drauf und gibt einen Wert ein. 800 wäre jetzt 2 Megabyte. 400 wäre 1 Megabyte. 100 wären 512 KB. Und so weiter. Also einfach überlegen, 512 KB sind 100er Wert. 200 sind 1 Megabyte. Ne, was erzähle ich denn da? 400 sind 1 Megabyte, 200 sind 512 Kilobyte, also müsst ihr es ausrechnen. Schätze mal, ihr habt bestimmt, weiß ich nicht, 512 KB pro L2 Cache, weiß ich nicht. Wenn ihr 2 habt, also 1 Megabyte, also 400er Wert eingeben. Dann einfach OK drücken und er wird automatisch rechts, ich kann das gerne mal zeigen, gebt mal 400 ein, drückt OK und dann seht ihr hier auf der rechten Seite, wird 1024 gemacht, das heißt 1 Megabyte. Ich habe aber 2 Megabyte, also stelle mich wieder um auf 800. Moment. So. Information noch ganz wichtig. Niemals, wenn euer L2 Cache 2 Megabyte hat, wie meiner, nicht
versuchen auf 1000 einzustellen. Das heißt jetzt hier, hier nicht eingeben 1000 oder 900 oder was auch immer. Ihr könnt 2 Megabyte einstellen, das ist okay, aber niemals mehr wie der L2 Cache eigentlich ist. Runter, also auf 1 Megabyte zu stellen, das ist egal, aber nicht höher. Das könnte Probleme geben. Ich weiß nicht ganz genau, was Probleme geben könnte, aber es könnte echt Probleme geben. Deswegen genau einstellen. Oder wenn ich nicht genau wisst, dann lasst es am besten einfach sein. Aber in der Regel zeigt das Systeminformationstool den L2 Cache, zeigt das eigentlich an. Also das ist ein gutes Programm. Habe ich nie erlebt, dass es nicht funktioniert hat. So, das wär's auch schon. Damit hat euer Windows-System dann mehr L2 Cache zugewiesen. Dann müsst ihr noch Neustart machen, dann übernimmt er das auch. Jo. Und das wär's auch schon zu einer Information zum Windows und zu einem L2 Cache. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video wieder gefallen hat, macht den Gefällt mir, abonniert mich, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, könnt ihr meine Videos mal angucken. Wenn das nicht gefällt, dann lasst es mit abonnieren. Ansonsten abonniert mich halt, wenn ihr mich gerne guckt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Tutorial. Euer Feinflug LP. Bye, bye.